Herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. So, wir sind hier noch bei diesem Karren und werden jetzt mal gucken, was hier los ist. Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch, tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Okay. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Hä? Okay, es ist jetzt erstmal sehr ungewöhnlich. Liegt hier drüben noch was? Warte, da haben wir noch was. Klauenspuren. Oh Ein nein. Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketveni, der Geruch wird noch lange bleiben. Oh Mann. Oh, schön. Gabelschwanz oder Wyvern. Naja. Bin ich ja mal gespannt, was es im Endeffekt dann wieder wird. Es ist immer so grauenhaft, wenn du hier unterwegs bist, im Hexenmodus, dann sind die Wolfsgeräusche immer dermaßen nah. Du denkst jedes Mal, die ja, sitzen gerade neben dir oder so. Deswegen guckst du dich Die Spuren eigentlich führen zur Höhle. immer so ein bisschen um. So. Wir werden mal speichern. Wir haben ja hier schon so einige Problemchen gehabt. Oh, da fehlt was. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Ein bisschen finster hier, ne? Was sitzt denn da rum? Ein Apfel. ja, ich dachte jetzt, Ein dass Krebel. alle Deine Raune. Augen leuchten so im Dunkeln. Ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Wer von euch ist Tomil? Der da drüben. Das Biest hat ihn gekriegt. Aber woher weißt du? Sein Bruder hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen, als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Okay. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen.
Jugendlicher Wyvern, ich Glückspilz. Super. Ich bin begeistert. So, was haben wir denn hier? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, ich habe da... Ich sollte mich ein wenig umsehen. Das ist schön, Geralt. Ich sehe mich gerade um. Was ist das da unten? Ein Bär oder was? Ja, wohl hier oben irgendwo sein. Oh nein. Es war mir fast klar, was es sein könnte. I love it. Naja. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Wir sind hier ja mal vorbeigekommen. Das kam damals nicht ganz so gut. So, jetzt müssen wir die kaputt machen und dann kommt nämlich die Mutti. Ich muss es zerstören. Ja. Wir haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr sein. Ich muss die Nester zerstören. Das muss ich wirklich als allererstes machen, weil sonst habe ich gleich wieder ein Problemchen. Ich muss es zerstören. So. Weißt du, jetzt kommt Mutti. Ja, super. Oh Mann. Was jetzt, du Stück Dreck? Gut. Ich kann mich wenigstens zurückziehen. Jetzt nur mal so in der Theorie. Möglich, dass ich jetzt auch noch meditieren kann? Das wäre ja ein Traum. Ja, super.
So. Kann losgehen. Es tut mir ja leid, Mutti, aber... Ne? Ja. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Das möchte ich wohl meinen. So, jetzt muss ich aber hier erstmal den Kladderadatsch noch aufnehmen. Doch. So, was hat er denn jetzt? Jetzt hat er wieder hier die Wyvern-Trophäe reingemacht. Ah ja, ist das jetzt? Ne, 4. Und Plätze steht auf einmal wieder hier oben. Okay, ist auch gut. So. Ah, ist schön. Ist mal wieder hell hier. Da sieht man wenigstens mal was. Treppe? Was ist das jetzt hier? Da waren wir aber auch noch nie. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist ja mal cool. Wo ist das? Direkt am Meer. Aber das finde ich jetzt echt cool hier. Das ist ein alter Ritualplatz, hä? Schön, schön. Okay. Also es ist echt cool, so fetzt und auch ja, vom Blick her finde ich das richtig, richtig sensationell. Wow. Einfach nur wow.
So, aber jetzt müssten wir gucken, dass wir hier irgendwie mal die Treppe wieder nach oben gehen. Weil hier ging es auch noch runter. Pilze wollte ich jetzt eigentlich nicht sammeln. Ich würde schon gern wissen wollen, was hier noch so ist. Außer einer Spalte und ein Apfel. Pilze. Es ist eine Riesenhöhle, ey. Ach nee, hier haben die Flüchtlinge gesessen. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. So, und Plätze steht da oben auf dem Berg. Wartet fein. Da ist doch schon wieder irgendwas oben am Flattern. Verdammt, bist du heftig. Tschüss. Ja, ich weiß, ich bräuchte eigentlich wieder Fleisch. So, nachdem ja die Aufnahme kurz abgekackt ist, bin ich jetzt hier zurück. Dann geben wir jetzt mal den Quest ab. Ja, also abgekackt und dann bin ich wieder los und hab's wieder versucht. Und dann ist es wieder abgekackt und jetzt versuche ich es nochmal. Soweit bin ich aber vor uns nie gekommen. Naja. Ich hab eure Freunde gefunden. Ja. Ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Tut mir leid. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. So. Naja, im Gegensatz zu den anderen Quests, was wir jetzt so in letzter Zeit gemacht haben, fand ich den... Ja, jetzt eigentlich noch ganz angenehm. Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. War nicht ganz so schlimm. So. Dann, nein, wir wollten Hexeraufträge machen. So viel? Naja. So, begib dich zum Spukhaus. Ich freue mich, wa? Wo ist es denn? Aha, aha. Naja, hier sind noch so ein paar Sachen, die man noch erkunden kann. Da müsste man auch noch mal kämpfen. Jo. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal dahin. Zzt. Bisschen rauszoomen wieder hier. Ja, da. Dann nehmen wir den Kampf nämlich gleich noch mit.
Und ja, das Anschlagbrett. So. Aha. Ja, nicht erkundet Orte. Okay, aber kein Auftrag. Von daher nicht so wild. Aber da wir... nehmen wir da gleich mit. Da wir... jetzt schon am Ende sind, werde ich die Folge auch beenden. Und in der nächsten Folge nehmen wir das Fragezeichen und den Kampf mit. Und dann gehen wir zum Spukhaus. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.